Christian Steirerblut auch heute hier dabei im Mörwisch bei den Schlagergiganten. Eine tolle Kulisse, tolle Musiker. Was bedeutet dieses Event für euch? Ja, ich habe natürlich riesengroße Freude. Es ist, wenn ich so die Leute zuschaue, die haben brav gearbeitet den ganzen Tag, die Sonne scheint, es ist ein wunderschönes Wetter und ich glaube, dass es heute ganz eine tolle Stimmung wird am Abend. Da sind ganz viele gute Künstler dabei, viele Freunde von mir und das sind alles gute Musiker und ich glaube, dass das heute so richtig die Post abgehen wird auf dieser Seebühne. Was darf sich das Publikum heute von euch erwarten? Was bekommt man zu hören? Ja, ich habe mir das lange überlegt, die letzten 14 Tage, aber wir so einen kleinen Auszug machen aus den letzten 11, 12 Jahren von Steirerblut. Und wir werden heute auch zwei ganz neue Songs machen, jetzt die, was jetzt auf der nächsten CD drauf sein werden, die noch niemand kennt. Und da bin ich schon gespannt, wie das ankommt. Ich mag dein Bild in meinem Stichwort nächste CD, was erwartet uns da? Ja, da sind sehr viele Highlights wieder drauf, also so wie man Steirerblut halt kennt, wieder rockig, Volksmusik, poppige Schlagersongs. Aber die Veröffentlichung weiß ich noch nicht ganz genau, das wird passieren, weil dieses Album, das was wir jetzt gemacht haben, macht jetzt Gold in Österreich und jetzt warte ich auf die Goldverleihung und währenddessen kommt dann die neue CD. Was steht sonst noch an bei Steirerblut? Was gibt's Neues? Es gibt sehr viele Neuigkeiten. Wir fahren vom 23. bis 26. Oktober, machen wieder Steirerblut-Fanreise, diesmal nach Dalmatien. Es sind schon fast 400 Buchungen und das ist dort unten, was wir nicht dort rat haben. Schatz am Silbersee und so kennt ihr natürlich jedes kleine Kind schon. Und das werden drei schöne Tage. Am 14. August unserem großen Event in der Hartbeck-Halle in Hartbeck, Music for Future. Ja, also es wird uns nicht fad. Jetzt heute hier im Burgenland. Was verbindet Steirerblut mit dem Burgenland? Ja, Steirerblut nicht nur mit Burgenland, mit ganz Österreich oder Deutschland, Holland, Belgien, wo wir halt unterwegs sind. Ich bin überall dort, wo ich bin, bin ich gern daheim und das verbindet uns mit Burgenland natürlich auch. Und wie schaut es mit der burgenländischen Hymne aus? Die burgenländische Hymne? Sechs Leiden ist der steirische Brauch. Da komme ich her, da bin ich daheim und mehr brauche ich nicht kennen.